Ja, jetzt haben wir das zweite Wochenende im April. Zwischen jede Menge Schnee, Regen und sonstig was Tage soll sich hier ein schöner Samstag auftun. Und den nutzen wir. Wir werden mal an die Westküste fahren, Büsum angucken und dann in der Nähe von Heide, da gibt es ein kleines Motorradmuseum, eher eine private Motorradsammlung. Keine Ahnung, ob das Ding zugänglich ist jetzt in der Corona-Zeit. Aber wir haben ja gerade so eine Phase zwischen dem einen und dem anderen Lockdown und man weiß es nicht so genau. Wir gucken einfach mal. Wir fahren nach Dubai, entweder kommen wir da rein oder nicht. So ist das ja in meinem Leben. Geht ja auch nicht ums Ziel, geht ja auch um die Tour. Heute ging von Neumünster zum Motorradmuseum, dann weiter nach Büsum ordentlich geile Fischbrötchen essen und über Rendsburg wieder zurück nach Hause. Münster geht es raus über Tim Aske in Richtung Westen. Es ist auch noch arschkalt, so um die 4 Grad. Aber der Sonnenschein assoziiert, als wäre das ein bisschen wärmer. Recording. Jetzt sind wir durch Stadt stehen durch. Und denken uns über möglichst kleine Straßen weiter in Richtung Westen. Es ist immer leicht, die Straßen hier zu finden, aber helfen tut dabei das TomTom. Inzwischen sind wir in Kokels. Da gibt es auch gleich eine ganz nette Möglichkeit, mal einen Kaffee zu trinken oder einen Hamburger zu essen. Hier gleich auf der rechten Seite ein Imbiss. Leider hat er natürlich auch zu hier in der Corona-Zeit, aber ich denke mal, es löst sich alles. Die nächste Möglichkeit ist hier in Hadenau-Rademarschen. Das ist auch ein cooler Döner-Imbiss. Kann man auch ein bisschen außen vor sitzen und vor allen Dingen gibt es da auch schön Parkplatz, dass man das Moped abstellen kann. Hier genau, wenn man von Osten nach Westen reinkommt in die Hanerau-Hadermarschen, hier rechts ist er leider auch geschlossen. Also bringt alles nichts mehr für die Leute. Sonst gibt es da hinten auf der anderen Seite vom See noch ein Café, das reimt sich sogar. Muss daran liegen, dass hier ein bekannter Dichter begraben ist in Godewitz. Theodor Storm. Hier gibt es auch irgendwo auf dem Friedhof das Theodor Storm Denkmal. Aber ich glaube, jeder will mal was von berühmten Leuten irgendwie abhaben. Wenn es eine alte Wohnung, der Grabstein, ja, oder die, was weiß ich, Kinderfliege ist. Da Waldfriedhof mit der Theodor Storm Statue, da links rein geht das. Also Lust hat, 10 Minuten zu Fuß zu gehen, kann er mal reingehen, wird aber nicht so wahnsinnig begeistert werden. So, jetzt geht's über den Nordostsee-Kanal. Ja, die Kombibrücke für Eisenbahn und Straßenverkehr.
Mann, ist Motorradfahren einfach nur ein geiles Feeling. So, jetzt sind wir ein kleines bisschen nördlich von Heide, der Birkenweg. Und hier ist gleich das Motorradmuseum. Eigentlich ist es eine private Motorradsammlung. Aber ich bin schon gespannt, ob das geöffnet hat. 1,2 Kilometer, sagt er mir noch. Auf der rechten Seite. Und da vorne geht es rechts nach Osterruhe. Und hier müsste das auch jetzt sein. So. Hier so. Wo ist der Ruhe? Ah, da. Da vorne, da steht was, ne? Zweiradmuseum. Ja, das wollen wir auch finden hier. Apropos finden, wie kommt ihr dahin? Hier kommt die 203, biegt in der McDonald's rechts ab, dann gleich wieder rechts Richtung Osterruhe und dann noch über die Kreuzung weg, dann ist es auf der rechten Seite. Natürlich war es geschlossen. Am Fenster hängt eine Telefonnummer, die haben wir angerufen. Er darf nicht öffnen. Dann haben wir uns den Blick durchs Fenster erlaubt und sind weitergefahren. Ich glaube, hier müssen wir dringend nochmal hin. Das wird sehr viel Spaß machen, seine alten Schätze zu sehen. Also gebt doch mal zu, für eine private Sammlung, Hut ab, da müsst man hin. Jetzt fahren wir durch Heide. Ich kann es mir nicht verkneifen, wenn ich hier vorbeifahre. Übrigens, Heide hat den größten Marktplatz Schleswig-Holstein. So, jetzt sind wir in Büsum. Wir kommen hier von der falschen Seite rein, also nicht so wie ausgeschildert wird zum Zentrum, weil da kommt man nur zu den ganzen gebührenpflichtigen Parkplätzen. Und hier ist es eigentlich total cool. Hier kommt man von der Fischereihafenseite rein. Und die Straße hier nennt sich auch Fischereikai. Vielleicht kommt da so ein schönes, kuscheliges Dreieck. Da kann man auch wunderbar mit dem Moped stehen. Stehen wir da gut, ne? Weil da vorne ist gleich das Zentrum, hier das, da ist dann der Fischereihafen, da der Museumshafen. Und sonst stehst du immer da oben auf diesen Bezahlparkplätzen da oder so, ne? Wenn man hier von der Fischereiecke reinkommt, also finde ich das immer, bist du schon dicht dran, ne? Das Wetter ist da wieder einmalig geil. Ist ja gar nicht auszuhalten hier. So, wie war das nochmal? Also ihr kommt von oben rein, dann solltet ihr eigentlich rechts ins Zentrum reingehen. Da fahrt ihr aber nicht rein. Ihr fahrt weiter geradeaus. Eigentlich einmal um den Ort Büsum ringsherum. Dann geht's
ran zum Deich und am Fischereihafen entlang. Und die Straße heißt auch Fischereikai. Da habt ihr so einen kleinen Zwickel, da darf man zwar nicht parken, aber es wird geduldet. Und von da an könnt ihr überall in die Fußgängerzone oder am Hafen lang spazieren. Das ganze Areal hier liegt euch quasi direkt vor dem Moped zu Füßen. Laut Wikipedia, Büsum ist eine Gemeinde im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein. Der Hafenort liegt direkt an der Nordsee und ist seit dem 19. Jahrhundert Seebad und nach Übernachtungszahlen nach St. Peter-Ording und Westerland der drittgrößte Fremdverkehrsort an schleswig-holsteinischen Nordseeküste. Wunderschön hier, schön Fischbrötchen, Milchkaffee gehabt, bisschen die Beine vertreten. Die Sonne ist fett rausgekommen. Das war hier in den dicken Sachen schon fast zu warm. War klasse. Dann machen wir uns wieder auf den Rückweg. Muss man unbedingt mal hinfahren. Und das passt bei jedem Wetter, bei fast jedem Wetter. Hier nochmal eine alte historische Eiderüberquerung. Auch hier kann man eine kleine Pause machen, wenn man irgendwie Kaffee oder was kriegen würde. So fahren wir einfach weiter. Auf dem Rückweg nutze ich die Zeit und dödel ein bisschen mit meiner Kamera rum, drehe die in alle Richtungen und schaue, ob das hält. Und ich habe die etwas umgebaut mit einem sehr kleinen Stativ, damit es einfach nicht so aufträgt auf dem Motorrad. Ja, es geht ja einigermaßen. Darf dabei natürlich nicht vergessen, ab und zu mal nach vorne zu gucken. Was mich immer noch nervt, ist der Wind, den man im Mikro so stark hört. Und zack, die Zeit, die rennt nur. Jetzt sind wir Höhe Fockbeck, kurz vor Rendsburg. Danach geht es in Rendsburg die 77 Richtung Süden durch den Kanaltunnel, dann trennen sich unsere Wege. Kai fährt weiter Richtung Preetz, ich weiter Richtung Süden. Nach Unwerstedt.